Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich euch wieder mal was richtig schön Tolles mitgebracht. Da habe ich mich schon lange drauf gefreut. Das ist nämlich der Nachfolger vom Mach X von Hoka, der Hoka Mach X 2. Der ist komplett neu aufgelegt worden jetzt, neu entwickelt worden von Hoka und was dabei rausgekommen ist, da war ich selber sehr, sehr gespannt. Der hat also nicht mehr wirklich viel zu tun mit dem Vorgängermodell. Das Vorgängermodell war von der Aufbauhöhe ungefähr komplett 5 mm tiefer gesetzt, hatte andere Schaumschichten verwendet, hatte auch anderes Obermaterial und das ist jetzt ganz neu zusammengemixt worden. Rausgekommen ist jetzt hier hinten eine Aufbauhöhe von 44 mm und vorne von 39, ergibt dann wie immer Hoka typisch die Sprengung von 5 mm. Kostet 190 Euro, ist also minimal teurer geworden, wiegt in der Mustergröße 248 Gramm und besteht hier aus zwei Schaumschichten, nämlich die obere Schaumschicht, das ist die grüne Schaumschicht, hier ist Piba-Material, das ist extrem reaktiv, extrem schnell, sehr, sehr weich. Und die untere Schaumschicht, hier orange, das ist ein Supercritical EVA-Schaum. Beide zusammen werden mit einer P-Bax-Platte verbaut, die genau zwischen die beiden Schaumschichten gelegt worden ist. Es ist keine Carbonplatte. Wie gesagt, ein bisschen anderes Material. Das ist was flexibler, ein bisschen weicher, nicht ganz so steif wie eine Carbonplatte. Und in der Wirkung muss man schon mal sagen, sehr, sehr gut und sehr, sehr gelungen. In der Kategorie tritt er an, in der Supertrainer-Kategorie, hat auch ein bisschen was von Wettkampfschuh und wir werden sehen, der macht auch tatsächlich im Alltag sogar Spaß. Welche Eigenschaften der hat, welche Charakterzüge der hat, was er vielleicht auch nicht so ganz so gut kann, zeigen wir in dem Test. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, jetzt erstmal ein paar Bilder und dann weiter zum Obermaterial. Ja, das Thema Obermaterial ist hier wirklich ganz besonders spannend. Ich hatte schon angedeutet, komplett neu entwickelt. Das ist ein Obermaterial, das ist sehr, sehr dünn, sehr, sehr leicht, sehr, sehr atmungsaktiv, fühlt sich ein bisschen technisch an, ist ein einschichtiges Gewebe. Und ja, ich wage mal zu behaupten, eine sehr, sehr große Änderung, was die hier gemacht haben, ist alles auf Sommerbetrieb eingerichtet und mehr oder weniger auf Wettkampf. Vorne ist es so, die haben hier ein gewisse Stabilelemente eingebaut, in der Wirkung wirklich gut. Und wenn wir auf die Zehenbox kommen, wenn man sich da drin befindet, dann sitzt man wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Ich glaube, man fühlt sich sehr, sehr schön breit aufgestellt. Vorne, man hat genügend Platz zur Seite und auch nach oben. Das passt also auch sehr, sehr schön. Was die Zunge betrifft, die ist hier vorne befestigt, seitlich an jeweils einem Zwickel. Das ist auch sehr, sehr gut. Die Zunge an sich ist auch sehr, sehr atmungsaktiv, sehr, sehr leicht entwickelt. Allerdings fehlt jegliches Pad. Lustigerweise fällt das kaum auf, weil es in der Wirkung, ja, ich sag's mal, dennoch recht gut wirkt, recht gut in der Funktion sitzt. Hat mich selber ein bisschen gewundert. Die Schnürung ist auch sehr, sehr gut. Das sind relativ dicke Schnüre, verstehe ich eigentlich gar nicht bei dieser Leichtigkeit der Entwicklung des Schuhs im wahrsten Sinne des Wortes, dass man so sich relativ für schwere Schnürsenkel entschieden hat. Der Einstieg ist so mehr oder weniger Rennschuh-typisch, der ist nicht wirklich gut. Man kommt allerdings einigermaßen vernünftig rein, aber wie gesagt, eine tolle Sache ist das tatsächlich nicht. Was den Schuhkragen betrifft, ist es so, hier sind relativ dünne Pads eingebaut. Die Pads sind relativ tief gesetzt worden und in der Wirkung, ja, ich würde mal sagen, sie wirken so einigermaßen. Ist jetzt nicht wirklich komfortabel, allerdings es stört auch nicht. Wie gesagt, im oberen Bereich des Schuhkragens ist nichts an dämpfendem Material reingesetzt worden. Finde ich persönlich ein kleines bisschen störend. Also wohlfühlen tut man sich da nicht. Der Schuhkragen ist oder geht weiter in Richtung Achillessehne, Achillessehnenbereich und da fehlt wirklich jegliches Pad. Da ist also wirklich gar nichts verbaut. Das ist sowieso eine ganz komische Geschichte. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mir den Schuh angezogen habe und losgerannt bin, dass der einfach nicht richtig sitzt. Vielleicht gerade deshalb, weil hier hinten in dem Achillessehnenbereich sämtliche Polsterung fehlte. Hat aber tatsächlich nichts Großartiges im negativen Sinne gemacht. Ich habe mich nachher doch sehr, sehr wohl gefühlt und das hat dennoch gut gepasst. Ja, die Schuhkappe ist, man sieht es hier, ich deute das mal gerade an, alles andere als stabil. Da ist also kaum Stabilität gegeben, wenn überhaupt relativ weit unten, weil die Mittelsohle relativ weit hochgezogen ist und weil die Einlegesohle so gelegt worden ist, dass man mit dem Fuß in so einer Art Schuhbett steht und sicher aufgehoben ist.
Insgesamt, wie gesagt, hat das ganze Teil einen vernünftigen Charakter, kann ich mich nicht beklagen. Allerdings geht das, wie gesagt, eher in Richtung Wettkampfschuh, obwohl man den auch in der Wirkung hier dann im Alltag gut tragen kann. Also man kann den Allrounder, in Anführungszeichen Charakter, besser empfinden, als man es im ja, als man es wirklich sich denken könnte, wenn man den so sieht, wenn man den so sich erstmal anzieht. Also von daher würde ich mal behaupten, kein super gutes Obermaterial. Allerdings den Umständen entsprechend würde ich erstmal wohlwollend mit 90% einschätzen. Ja, wenn wir über die Mittelsohle sprechen, dann sprechen wir als erstes wie immer über die technische Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes und der guckt sich die Maße an von Aufbauhöhlen und der ist dann tatsächlich nicht regelkonform, der Schuh hier, weil der die 40 mm Aufbauhöhe maximal überschreitet. Als zweites schauen wir uns die Schäume an, die hier verbaut werden und das ist natürlich auch wirklich das absolute Sahnestückchen. Hier werden zwei Schaumschichten verwendet. Die grüne hier oben ist eine Piba-Schicht, eine sehr, sehr weiche, sehr, sehr hohe Schicht. Und die zweite darunter liegende Schicht hier in Orange ist eine Critical EVA-Schicht. Das heißt, das ist eine Schicht, die ist ein bisschen stabiler, ein bisschen fester und die Kombi von den beiden Schäumen ist schon super gut gelungen. Und zwischen den beiden Schaumschichten liegt noch eine Pibax-Platte. Das ist eine Platte, die normalerweise so Gummi- und Kunststoffeigenschaften sehr, sehr gut nachempfinden kann. Die ist was flexibler als eine Carbonfaserplatte und hat ganz, ganz tolle Eigenschaften in dem gesamten Konstrukt. Also auch hier diese Eigenschaften der Schäume inklusive Platte ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Wie gesagt, reaktiv schnell und wirklich explosionsartig. Also ich kann nur sagen, ganz, ganz tolle Schäume, die hier verwendet werden. Als nächstes gucken wir uns mal die Platte an. Man sieht hier, die ist vollflächig, von vorne bis hinten komplett durchgehend verbaut worden, ist mittelhoch gesetzt worden. Und wie gesagt, es ist keine Carbonplatte, sondern eine Pibax-Platte, weil die ein bisschen flexibler und geschmeidiger in Anführungszeichen sein soll und wirken soll. Und das passt wirklich sehr, sehr gut. Gesamtkonstrukt ist gelungen, hervorragend, passt spitzenmäßig. Ähnliches gilt für das Abrollverhalten. Auch da ist es so, das Abrollverhalten ist sehr, sehr natürlich, flüssig und auch sehr, sehr schnell, effektiv. Das heißt hier, der Läufer, der eventuell mit der Ferse aufsetzt, wird schön sozusagen über den Mittelfuß nach vorne geführt und das Abstoßen gerade im vorderen Fußbereich kann super gut gelingen. Das heißt, selten so ein effektives Abrollen gesehen wie hier an der Stelle. Passt toll. Ne? Also Rocker vorne und hinten, muss man wirklich sagen, extrem gut gelungen. Ne? Und beim gesamten Blick auf die Mittelsohle muss man sagen, hervorragend auch hier. Ich bin echt drauf und dran, 100% zu geben, gebe ich nicht, weil ich mir minimal Luft noch halten will. Ne? Jede Geschwindigkeit, jede Entfernung ist möglich. Das Konstrukt von Materialien ist echt hervorragend gelungen. Ich kann nur sagen, ganz, ganz selten so eine gute Mittelsohle gesehen, mit das Beste, was ich jemals im Fuß hatte. Ja, wenn wir uns die Außensohle so anschauen, dann fällt direkt auf, dass hier zwei Vertiefungen, zwei Einkerbungen gemacht worden sind, wo jede Menge Schaumstoff rausgenommen worden ist. Er hat Gewichtsreduzierungsgründe natürlich, sprechen dafür. Der schöne Blick, repräsentative Blick auf die entsprechende Pibax-Platte könnte Grund dafür sein und die Flexibilisierung der Außensohle ist auch sehr, sehr gut gelungen hier. Also alle drei Gründe machen Sinn und sind sehr, sehr gut umgesetzt. Als zweites schauen wir uns die Abmaße der Außensohle an, von hinten und von vorne vor allen Dingen. Und da sieht man schon, ich habe ein paar Vergleichsmodelle, eins von Essex, den Magic Speed 4 und den Puma Deviate Nitro 3 genommen. Und da sieht man, dass der Schuh doch in dem Sinne auf der breiteren Seite aufgestellt ist. Das heißt also, was die Abmaße betrifft, schön breite Außenfläche, muss man sich da auch keine Sorgen machen. Man steht relativ stabil, obwohl das Thema Stabilität, da gehen wir nochmal separat drauf ein, kurz. Als drittes sprechen wir über die drei aufgebrachten Gummielemente. Eins, zwei und hier vorne ein großes. Das ist relativ dicker Außengummi, der hier aufgebracht worden ist. Mittlerweile ist es so bei Hoka, die können mit den Marktführern Puma, Nike und Adidas durchaus mithalten, was den Außengrip betrifft. Das heißt, was Nässe betrifft und Trockenheit betrifft, macht die Außensohle, auch was den Grip betrifft, einen richtig guten Eindruck.
Das heißt, da muss man sich gar keine Sorgen machen, das ist spitze. Also auch bei Nässe kann man den ruhig mal anziehen. Dreck und Steine sammeln sich hier im Normalfall nicht, außer da, wo diese Aussparungen gemacht worden sind. Da muss man wirklich aufpassen, also da könnte wirklich Dreck und Steine könnten sich dort sammeln, werden den Läufer zwar nicht großartig stören, könnten aber minimal den Schaum hier kaputt machen oder zumindest entsprechend was verletzen. Das finde ich jetzt nicht ganz so gut gelungen, aber ich denke mal, das ist dem Zweck geschuldet, dass man die entsprechenden Eigenschaften haben wollte. Was die Haltbarkeit der Außensohle betrifft, muss man sich mittlerweile bei Hoka auch keine Sorgen mehr machen. Also 5, 6, 700 Kilometer ist da wirklich überhaupt kein Thema. Von daher alles super. Ja, ich bin haarscharf verleitet, die Außensohle mit 100% zu bewerten, mache ich nicht, sondern mache es nur mit 98%, hat nur den Hintergrund wegen den Verschmutzungen und Steinchen, die sich hier ansammeln. Sonst ist die über jeden Zweifel erhaben, die Außensohle. Ja, kommen wir zum Fazit vom Hoka Mach X2. Das ist für mich eine super tolle Neukonstruktion des Vorgängers. Ist nicht wie bisher nur ein guter Supertrainer, sondern mittlerweile finde ich auch ein sehr gelungener Wettkampfschuh und hat auch was von Allrounder. Hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist nicht top. 190 Euro ist natürlich auch viel Geld, also von daher muss man sich das gut überlegen. Aber ich persönlich finde, er ist wirklich sein Geld wert. Mittelsohle und Außensohle sind super toll. Die Schäume sind reaktiv, schnell und bouncy. Da ist auch überhaupt nichts gegen zu sagen. Also von daher nur die besten Noten. Jede Entfernung, jede Geschwindigkeit ist mit dem Teil zu laufen. Also ich bin mega zufrieden mit dem Teil. Die Gesamtkonstruktion gerade von Schaum und Pibax-Platte ist extrem gut gelungen. Und was man auch unbedingt erwähnen muss, das Abrollverhalten ist wirklich allererste Sahne. Ganz selten so ein tolles Abrollverhalten gesehen, gerade beim Abstoßen. Zu den Nachteilen muss man vielleicht noch ganz kurz eingehen auf vor allen Dingen die Instabilität hier im Obermaterial. Hat nichts mit der Mittelsohle zu tun, sondern hat eher damit was zu tun, dass man den Schuh vom Gewicht her reduzieren wollte bei Hoka. Das hat man auch gemacht und hat dann ein bisschen im hinteren Obermaterial gespart. Und die Leute, die nicht so korrekt aufsetzen beim Laufen und eventuell Pronationsprobleme haben, die könnten hier natürlich Probleme haben, will sagen, guckt euch das in dem Gesichtspunkt wirklich nochmal gut an. Das ist aber mehr oder weniger der einzig wirklich gravierende Nachteil, der aufkommen könnte. Ansonsten muss man sagen, der Schuh ist ausgelegt auf Sommerbetrieb, der ist ausgelegt auf einigermaßen warme Temperaturen und eben nicht auf Schnee, Eis oder sonstige Sachen. Das heißt also Winter schlecht, Regen schlecht und sonst ist er natürlich für alles sehr, sehr geeignet. Also ich kann nur sagen, um es zusammenzufassen, extrem tolle Neukonstruktion, extrem empfehlenswert. Wenn ihr sowas sucht, schaut euch den mal an. Macht den an den Fuß dran und schaut mal, wie er euch passt. Und sonst könnt ihr mir gerne noch ein paar Kommentare da lassen, wie ihr den findet. Ich bin total begeistert.